Willkommen zu einer weiteren Folge im Krater. Wir haben hier wieder einen Zufallskampf. Wir befinden uns endlich gerade auf dem Weg zu den türkischen Tunneln, um auch dort einen Sensor anzubringen. Nichts mehr, da liegt auch nur noch ein bisschen Geld. Raus. Und in die Tunnel. Gefahrenstufe 10 haben wir jetzt hier. So doll schwankt das also. Und jetzt auch menschliche Gegner. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das schon packen. Ist auf jeden Fall härter als gegen die Ratten. Wesentlich härter. Wenn wir hier mal so einen großen Brocken haben, den kriegen wir wahrscheinlich gar nicht platt. So, dafür haben wir dann schon mal wieder bei der Nebenquest noch was anderes geschafft. Irgendwelche harten Banditengräber haben wir jetzt auch gesammelt. Ist das für ein starker? Ne, das ist so ein Medikus-Verschnitt. So, und noch einen, dann haben wir diese Nebenquest auch gepackt. Coole Kacke. Ich bin gespannt, ob wir hier den Sensor anbringen können oder eher nicht. Wird, denke ich mal, eine knappe Sache sein. Und die nächste Stufe nach unten. Oh, wenigstens ist das Questzeichen hier schon. Oh, verdammt, ein großer Brocken. Jetzt zählt es. Ich habe jetzt zwei Leuten ein Medikit gegeben. Jetzt frage ich mich, warum alle drei Medikits aufladen. Scheiße. Inas K.O. Und eigentlich auch noch einer von unseren Vierern, ey. Verdammt. Und dann lässt sie nur so ein lippisches Implantat fallen, ey. Da oben dürfte auch wieder so ein Riese sein, oder? Mit Heiler, oh Gott. Oh, probier's. Wie weit ist denn das Ding weg? Gar nicht weit. Ich kämpfe nochmal gegen die. In der Zeit lädt sich unser Medikit wieder auf. Thank you.
So, vielleicht sollte ich jetzt auch einfach mal die ohne 19,6er. 21,6, 21,2 und nur 19,8er. Dann kriegt er jetzt die 22er. Vielleicht haben wir damit schon mehr Chancen. Oh, verdammt, da sind noch einer. Nur haut zu, verdammt, nee, das ist noch zu doll, das ist einfach noch zu doll, glaube ich. Oh nein, raus, 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 Leute, raus. Ich möchte nicht wieder einen Haufen Kosten für die Verarztung bezahlen, ach scheiße. Okay, dann können wir die türkischen Tunnel vorerst noch klicken. Oh, das ist ärgerlich. Also ist Gefahrenstufe 10 doch noch nicht so leicht überall machbar. Ah, doof. Okay, Freakblut, dann könnten wir vielleicht das noch probieren. Zu tief gegraben, können wir wahrscheinlich auch vergessen. Betrunkene Schläger, ich weiß gar nicht, wo wir die finden. In den türkischen Tunneln. Wie sollen wir denn da hin? Sind das die großen oder was? Wahrscheinlich. Gut, ab nach St. Raylan holen wir erstmal unseren Preis hier ab. Und wo war denn das Freakblut? War das hier im gruseligen alten Bunker? Ich glaube ja. Dann muss ich wohl heute doch wieder noch eine Geldsammelsession einlegen. Ich hatte gehofft, wir kommen doch jetzt so noch weiter. Kohle haben wir jetzt schon gesammelt, 12.000. Also schon mal 10.000 jetzt plus gemacht. Ja genau, und wir landen wieder woanders. Ach, ist doch zum Kotzen manchmal. So, erstmal gehen wir zum Onkel Doktor. Und jetzt verkaufen wir hier unseren Scheiß noch. Und behalte hier die starken Waffen. Eigentlich brauchen wir sie nicht. Weg damit. ...14.000, ja, die ganzen Kram behalte ich hier. So, dann können wir... Ach ja, hier war ja noch unser Preis. Der Preis ist heiß. Ich hoffe, es gibt Kohle. Ja, ja, das wird Ihnen eine Lehre sein. Du kennst dich wirklich aus. Hier ist etwas für dich. Ich glaube, ich werde euch in Zukunft brauchen können. Ein Ausdauerimplantat 4. Na gut. Das, obwohl, das ist gut. Wieso freue ich mich nicht? Ach, das ist... Das ist eine Blaupause dafür. Cool. Dann gucken wir doch gleich mal an den Werktisch, was man dafür braucht. Ausdauer, da.
cool. Da braucht man wahrscheinlich die blauen. Oh, geil. Dann können wir uns auf jeden Fall ein Set mit blauen Ausdauerimplantaten herstellen. Das freut mich. Jetzt habe ich zwar schon grüne im Gepäck, aber egal. So, auf zum gruseligen alten Bunker. Ich hoffe, das war auch das richtige Gebiet. Freakblut. Oh, hier steht gar nicht, wo das ist, aber wahrscheinlich muss man nur eine Höhle finden, wo die Viecher existieren. Und dann kriegt man das schon. War also bloß Zufall, dass ich es schon dreimal aufgesammelt habe. Hier. Hast du hier was anzubieten? Nö, schade, dass das hier nur eine 3er ist. Erste Hilfe 2, willst du mich verarschen? Und tschüssi. Knappe 16.000. Dann muss ich ja wenigstens offscreen nicht mehr so viel noch holen. Hallo Freunde! Und rein da, hopp hopp! Was mir gerade noch einfällt, ich habe offscreen auch ein paar unserer Teammitglieder verkauft, weil wir die ja... Ach du... Was ist denn jetzt hier Phase? Den hatte ich da aber letztes Mal nicht. Doch, wir waren hier richtig. Ist das hier was anderes? Bin ich doch falsch? Gruseliger alter Bunker, ja. Hey, ich wollte da nach oben und nicht nach unten wieder. Wo habe ich denn den Kram dann geholt? Stinkgraben. Zigeunerzuflucht. Ich hätte schwören können, ich war hier. Geheimnisvolle alte Ausgrabungsstätte dürfte vielleicht... Ja, das gehört auch hier mit zu. Oder war ich im Stinkgraben? Kann ich mir gerade gar nicht vorstellen.
möchte meinen, ich war hier bei Sumpan und habe das gemacht. Und ich möchte auch meinen, bei dem alten Bunker. Ansonsten gehen wir nochmal zur Zigeunerzuflucht, weil ich sonst nicht wüsste, wo ich da war. Na gut, gucken wir mal in der nächsten Folge. Spitze, bedanke mich. Bis dann.